grüße euch zum neuen Video. Danke fürs Zusehen. Wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Heute geht es um diese Lampe hier, habe ich ja in einem anderen Video schon mal gezeigt. Da habe ich mir nochmals so eine Bürolampe besorgt, die werde ich heute umbauen in die andere Lampe, ja, dass sie ein bisschen kleiner ist und dann hier oben an meine Werkstattwand hinkommt. Dazu werde ich eine LED-Röhre verwenden, die hat 4100 Kelvin naturweiß und einen Abstrahlwinkel von 270 Grad mit Starter zusammen. Da muss ich nochmal sagen, danke an LED Olli, werde ich euch die Webseite unten verlinken, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem habe ich mir von Benz Tools ein Feilenset bestellt. Ja, und das ist 17-teilig. Ja, es sind verschiedene Feilen dabei. Ja, große und kleine. Ja, und eine Bürste zum Saubermachen. Sieht sehr edel aus, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ja, damit kann ich besser die Rundung, für, da wo der Starter drin ist, jetzt besser ausfeilen, ja, und expliziter. Ja, zuerst werde ich mal die Lampe auseinanderbauen und mir die Kabel markieren, wie die im Moment verlegt sind, dass ich nachher nichts durcheinander bringe. Und die Lampe hat eine Gesamtlänge von 67 cm und eine Gesamtbreite von 8 cm und die Höhe ist 13 cm. Ja, also ja, das war's. Werde ich aus Multiplex bauen. Und die Seitenteile heute aus Siebdruck. Ja, finde ich ein bisschen schicker. Ja, da habe ich noch ein Reststück da. Ja, ich habe euch mal anders hergeholt, um euch zu zeigen, wie ich die zerlege. Und nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen hell wird. Ich werde hier über mir noch eine Lampe einschalten, ja, dass ich ein bisschen mehr Licht habe, die in Videos ausgeschaltet wird und die auch ersetzt wird durch die neue Lampe, weil mich stört die hier oben. Und ja, zeige ich euch mal, wie das heute hier funktioniert. Ja, werden wir erstmal die Lampe hier zerlegen. So, und wie ihr hier drin vielleicht sehen könnt, die ganze Kabellage hier, da, und dann hier oben ist auch noch das Netzteil hier, und das müssen wir zuerst mal alles rausholen und dann dementsprechend markieren. Ich habe doch beschlossen, die Lampe hier oben auszulassen, weil es vom Aufnehmen her besser ist. So, nachdem wir das alles zerlegt haben, sieht das Ganze so aus. Ja, das ist einfach nur so ein Gestrüppe. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ja. Ja, das ist einfach, ja, jetzt kein Gestrüppe, aber die ganze Kabellage. Ja, und die müssen wir jetzt erstmal markieren, dass wir nachher wissen, wo wir was kürzen müssen, weil wir müssen einiges kürzen. Und dazu nehmen wir einfach nochmal das Klebeband. Ja, ich nehme einmal Rot für Plus, beziehungsweise Moment. Neutrale Leitung. Ich nehme einmal Rot für Plus und einmal Braun für den Neutralleiter. Ja. Ist wichtig, dass ich das markiere, dann weiß ich nachher nämlich, wie es wieder zusammengehört. Ja. Ja, ich habe mir das Ganze jetzt alles markiert. Ja, sieht dann so aus hier. Einmal rot und einmal braun, komplett alles. Aber das ist für später wichtig, ja, dass wir wissen, wo wir die Kabel trennen müssen, wie wir zusammenfügen müssen.
und was dann neutral Leiter ist und normale Leitung, also blauer und brauner Draht, ja, zum Anschließen dann. Das wäre es erstmal. Dann können wir das auf Seite legen. Ja, wie ich erwähnt habe, nehme ich für die Seitenteile ein Stück Siebdruck. Das gefällt mir ganz gut, macht ein bisschen Kontrast her. Zum Anzeichnen auf Siebdruck, kleiner Tipp, habe ich aus dem anderen Video, muss ich dazu sagen. Einfach normales Kreppbandpapier, einfach drauf. Weil man sieht das eher sehr schlecht dann auf Siebdruck. Ja. Wenn man das anzeichnet, das ist ein bisschen blöd und war ein ganz guter Tipp aus dem anderen Video, das mit Krepppapier. Machen wir erstmal 13 cm die Höhe. Edelstahlwinkel verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung, ist von Helios und Breiser. Habe ich mir auch neu geholt. Zuerst brauchen wir mal für Seitenteil 13 cm. Parallelanschlag habe ich mir auch selber gebaut. Ja, aber aus einem anderen YouTube-Video, da gab es keine korrekte Anleitung für meine Tischfresssäge von Einhell. Und als nächstes brauchen wir 2x8 cm. Ich habe hier eine Multiplexplatte, auch dicke 15 mm. Ja, die werden wir erstmal auf die breiten Streifen zuschneiden, 2x13 cm und 1x8 cm. 1x8 cm, ja.
Der letzte Streifen wird dann der Deckel und dann werden wir die auf die Gesamtlänge kürzen. Ich habe ja euch gesagt, wir brauchen 2x13 cm und einmal 8 Streifen. Wir sägen jetzt erstmal die 2x13 cm zu. Den Staubsauger, was ihr vorhin gehört habt, das ist der Einhell TC-VC1820 Solo. Verlinke ich euch mal oben links. Zuerst 13 cm sägen wir uns zu von der Platte. Dann brauchen wir jetzt noch einen Streifen mit 8 cm. Ja, nachdem wir die Längen angezeichnet haben, sehen wir uns die Bretter zu, habe ich gerade gemacht. Ja. Nachdem wir das alles zugesägt haben, haben wir einmal den Deckel, die zwei Seitenteile sowie die aus Siebdruck Seitenteile, also die Seite und das wäre der Deckel. So, so. Und dann kommt das halt noch hier rein und wird verschraubt alles. Ja. Was ich dazu falsch gemacht habe, beziehungsweise bei der ersten Lampe falsch gemacht habe, obwohl ich finde es gar nicht schlecht, zeige ich euch mal. Und zwar hier habe ich einen Winkel gesägt. Ja, ich wollte das eigentlich zusammen alles machen, also mit den Seiten, aber ich hatte da schon den Starter montiert, von daher konnte ich das nicht mehr machen. Ich finde es so gar nicht schlecht. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Ja. Ich habe mich doch dazu entschlossen, da einen 45 Grad Winkel die Kante zu sägen. Das werde ich kurz machen. Aber nur die äußeren Teile, die zwei Siebdruckplatten nicht. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Ja, vor allem wegen der Halterung, glaube ich, ist das besser. Werde ich kurz zusägen. Ja, habe ich mir kurz zugesägt, 45 Grad Winkel. Ja, das wären dann die Aus, also sind dann so hin, quasi. Und die Seitenteile dann so. Und so. Das war's mal zum Zusägen jetzt. Ja, wir haben
die Seitenteile zugesägt, den Deckel und Vorder- und Rückseite sozusagen. Dann brauchen wir noch eine Halterung für die LED-Lampe, was ich gezeigt habe, was ich hier verbauen möchte. Ja, dazu nehme ich ein altes Reststückholz bzw. zwei. Hier zwei Reststücke, ja, die waren vom alten Tisch, die werde ich zusammenkleben, ganz normal, und dann auf die entsprechende Länge kürzen, wofür ich sie brauche. Und ja, dann werde ich die erstmal hier gerade absägen und dann die zusammenleimen. Ja, wie gerade im Video schon erwähnt, werde ich die erstmal offen einen Zentimeter wegnehmen, dass die Fläche gerade ist zum Kleben. Übrigens zum Abmessen, da die Skala nicht mehr ganz stimmt bei meiner Tischkreissäge, habe ich mir das Lineal hier bestellt. Ist schön mit Kontrast, vor allem auch sieht man die Zahlen gut. Und hinten ist eine Zollangabe noch drauf. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. So wie hier am Anfang von 1 bis 5 cm, wenn ihr das sehen könnt, sind so halb. Halb Millimeter Angaben. Nachdem ich jetzt das zugesägt habe, muss ich das zusammenleimen. Da ich keine passende Länge an so einer Holzleiste da habe, wo die Lampe später die Halterung montiert werden für die Lampe. Deswegen leime ich das jetzt mal zusammen. Sollte das nicht ganz stabil sein, dann natürlich könnte man da jetzt Aufsparungen sägen und so, aber ich finde das so einfacher jetzt, weil das wird eh noch verschraubt, die Halterung mit den Seitenelementen, und das würde natürlich so anders auch gehen, aber so ist einfacher. Ja. Da wir jetzt die Leiche befestigt haben und die erstmal trocknen muss, geht es im zweiten Teil weiter. Wenn euch mein Video gefallen hat soweit, lasst mir doch ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Ja, das war es erstmal soweit, und der zweite Teil kommt dann die Tage online. Und bis dann.